So, hallo Stuttgart, grüß Göttle. Servus. So, geht's gut? Ja. Mir geht's nicht gut. Ich hab eine langjährige Beziehung beendet. Gut, es war nicht meine. Aber ich bin trotzdem traurig. Ja, ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Naim Jerome Antoine Sabani. Müsst ihr euch aber nicht merken, ihr müsst nur rufen, Essen ist fertig, ich drehe mich um. Naim ist arabisch und bedeutet Paradies. Jerome Antoine ist französisch, bedeutet nix. Ich bin halb französisch, halb arabisch. Meine Mutter kommt aus Lyon. Ein guter Bekannter meines Vaters kommt aus Kairo. Ich bin Friseur und Kosmetiker. Ich bin Friseur und Kosmetiker gefangen im Körper eines Metzgers. Ich wollte schon immer Friseur werden, wie mein Nachbar Eddie. Mein Nachbar Eddie ist ein typischer Paradiesvogel, der trägt immer Designer-Klamotten. Also die seiner Mutter. Wisst ihr, was mein Nachbar Eddie und John Bon Jovi gemeinsam haben? Sie stehen beide auf Rock. Ich habe viel geübt mit Modellen, ich habe viel geübt mit Puppen, ich habe viel gemacht mit Puppen, ich habe sehr viel gemacht mit Puppen. Mittlerweile schneide ich eigentlich schon richtig gut, weil alle meine Kunden, egal ob Männlein oder Weiblein, tragen nach meinem Haarschnitt eine Burka. Letztens kam die Kundin zu mir rein in den Laden und sagt, sie sehen so aus wie eine Schauspieler. Und ich sage, wie Jason Statham, der Transporter, sagt sie, nee. Jason Statham? Für die Älteren Heinz Rühmann, den Jungen. Da sagt sie, nee. Sag ich, wie Vin Diesel? Für die Älteren, Vin Diesel? Heinz Rühmann, den Jungen. Der konnte alle Rollen spielen. Nee. Wobei Vin Diesel eigentlich aussieht wie der junge Roberto Blanco. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Roberto Blanco und einer Möwe? Die Möwe hat einen weißen Schwanz. Roberto Blanco kann nicht fliegen. Da sagt sie, nee, jetzt weiß ich, wie sie aussehen. Sie sehen so aus wie der Bulle von Tölz. Ich habe ein bisschen zugenommen, wenn meine Mutter, die hat einen Trick, die hatte zu mir gesagt, du musst deinen Teller immer leer essen, weil, Begründung, in Afrika sterben die Menschen. Also ich habe es nicht verstanden, aber wenn ich helfen kann, ich esse meinen Teller immer leer. Und ich war letztes Jahr in Tunesien, im Urlaub in Afrika, Nordafrika, in Tunesien. Und ich laufe da durch die Straßen von Homzuk, streichle mir so meine Plauze und sage, das habe ich alles für euch gemacht. Gut, ich muss ein bisschen abnehmen jetzt und ich habe dann bei Weight Watchers angerufen. Da hat aber keiner abgenommen. Der war jetzt richtig gut, das war eigentlich mein bester Gag, ich weiß. Und ich war bei Weight Watchers und ich komme da rein und da ist ein Stuhlkreis, ja, und ich als Jubi stehe auf und sage, hebt eine Frage an die Runde. Und dann steht neben mir die Leiterin auf und sagt, die heißt Sandra, du Arschloch. Total fertig gewesen. Ich zu meinem Arzt, wir haben einen Spitzenarzt bei uns, der hat sogar einen eigenen Friedhof hinterm Haus. Und der ist clever, der Arzt. Der ist clever, der ist richtig clever. Und zwar empfiehlt er bei Husten Abführmittel.
Wisst ihr wieso? Du traust dich nicht zu husten. Bei Ohrenschmerzen empfiehlt der Viagra. Und es gibt ja Viagra für. Es gibt zwei Arten von Viagra, die für daheim und die für auswärts. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Die für daheim macht doch zusätzlich 2 Stunden blind. Okay, Leute, das war ein Spaß. Das war Comedy. 3 Stunden natürlich. Na, der guckt mich an und sagt: Kerl, du bist einfach bloß fett. Mach mal mehr Sport. Und ich hätte nie gedacht, dass ich morgens um 7 aufstehe und joggen gehe. Ich hatte recht. Und dann sagt Kerl, mach mal einen Marathon. Dann sage ich, kann ich mir nicht leisten. Ist mir zu teuer. Dann sagt er, wieso zu teuer? Dann sage ich, das ist für mich 8-mal übernachten mit Frühstück. Und ich habe dann 800 Meter, habe ich mal geschafft, 800 Meter joggen. Das waren die schlimmsten 10 Stunden meines Lebens. Ja? Und da habe ich spezialisiert auf 100 Meter Lauf. Und ich wäre 100 Meter, mein Bestwert bei 100 Meter sind 53 Meter. Und ich wäre super Testimonial. Für die ersten 50 Meter für Nike Air Max und die letzten 50 Meter für Asthma Spray. Und ich habe dann ein Biggest Loser gesehen, da habe ich gesehen, dass sie so einen Hula-Hoop-Reifen hatten. Und ich habe mir dann einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Was soll ich sagen? Er passt. Okay, er spannt ein bisschen. Und ich habe gesagt, scheiß drauf, ich mache keinen Sport. Ich versuche einfach über Haare schneiden abzunehmen. Aber ich habe natürlich Kunden, die fragen halt komische Fragen. Gibt es komische Fragen beim Friseur? Ja, die gibt es. Letztens war eine Kundin da und sagt, kann man sich auf einer öffentlichen Toilette eine Geschlechtskrankheit einholen? Dann habe ich gesagt, ja, ist schon möglich, aber Mädle, wieso so kompliziert? Und eine hat gesagt, was kann ich tun? Mein Vibrator funktioniert nicht mehr. Dann sagt er, du hast die Batterien reingesteckt. Sagt sie, ja, ist aber nicht dasselbe. Und eine Kundin guckt mich an und sagt, die letzte Kundin fragt mich doch tatsächlich, machen Sie auch Kinder? Also für Geld mache ich alles, ja. Sie schickte mir ihre kleine Tochter, die kleine Anime, sitzt hier auf dem Stuhl. Ihr kennt die Schneckennudeln hier, Nussschnecken. Kennt ihr Nussschnecken hier in Stuttgart? Habt ihr ja, perfekt. Und sie kam direkt vom Sport, die kleine Anime, setzt sich auf. Ich mache einen Umhang rum, fange an zu schneiden, aber sie isst halt ihre Nussschnecke. Und ich muss halt aufpassen, dass keine Haare auf ihr Essen fallen. Und ich sage zu ihr, Anime, meine Süße, hast du Haare auf der Schnecke? Und sie guckt mich an und sagt, ich bin 8 Jahre alt, du perverser Fettsack. Jeden Tag zum Fitnessstudio, gut einmal im Monat bin ich sogar rein. Und da haben wir trainiert. Ich hab Crosswalker gemacht, habe ich 100 Gramm verloren. Fahrradfahren habe ich gemacht, habe ich auch 100 Gramm verloren. Man sieht natürlich, wie ich so seitlich stehe. Ja? Und dann habe ich Zumba gemacht. Kennt ihr Zumba? Da habe ich meine Würde verloren. Auf der Bühne, weil ich Single bin. Und haben wir Singles hier? Haben wir Singles? Okay, andere Frage. Wer wäre denn gerne Single? Okay. Und ich habe überall geschaut. Ich war auf Parship, hat nicht funktioniert. Ich war auf eBay, hat auch nicht funktioniert. Dann war ich auf russenschlampen.de. Das war jetzt dann auch nichts. Und ich war dann im Altersheim. Zum Haare schneiden. Und ich habe der Frau Häkle die Haare geschnitten und dann sagt sie mir, geht sie doch vor zu der Frau Schneck? Das ist die, wo die Abrechnung macht. Das wäre doch was für sie. Und dann sage ich, die Frau Schneck, die ist doch bestimmt schon 60. Dann sagt sie, ja, wieso, wenn es untenrum stimmt. Ich bin zu der Frau Schneck hin und
habe ich die Tochter kennengelernt, die Tochter von der Frau Schneck. Ich habe mich komplett schockverliebt. Eine Russin, eine ganz liebe, hat mir einen russischen Namen für mich. Einen russischen Namen? Olga, hier der Profi. Olga, meine Freundin heißt Sergei. Sergei war mal Kugelstoßerin, hat sich umbauen lassen, heißt jetzt Virginia Sergei. Und Virginia Sergei ist intelligenzmäßig im Soll. Also, so wie ich, ja. Aber ich sage euch wieso. Sie macht die Umschulung bei Aldi. Und ich sage zu ihr, Virginia, was bekommst du denn bei Aldi? Und sie sagt, 800 Euro. Frage ich netto? Sagt sie, nein, bei Aldi. Also, okay. Und ich hab sie dann zum Essen eingeladen. Und wenn sie hat mir hier die mexikanische Automatikuhr geschenkt. Die macht immer Tic-Taco. Und sie hat gesagt, ich soll sie rechts tragen, weil dann läuft sie ewig. Und ich war mit ihr essen. Das ist mein bester Gag. Und ich war mit ihr essen. Und dann kam der Kellner und er sagte, getrennt oder zusammen? Und ich sag, nein, Fickbeziehung. Ich hab sie dann eingeladen. Wir waren natürlich mit meinem arabischen Background. Weil Virginia war noch niemals in. Ja, Virginia, richtig, genau. Aber du musst nachher über New York fliegen. Und seit 2001 habe ich so Schwierigkeiten, weil die sind in mir nur noch die tickende talibanische Zeitbombe. Und ich bin immer nett zu der Homeland Security, weil der orange Overall steht mir überhaupt nicht. Und ich komme dann hin und sagt, it's not your first name. Virginia Arnabelle sagt, it's not your first name. Sag ich, yes, sagt er, follow me. Ich in so ein Kapüffchen rein. Und er kontrolliert meinen Kopf und sagt, where are you from? Und ich, from Deutschland. Ich kann super Englisch. Was heißt Onion Rings? Zwiebelringe. Nein, Zwiebel ruft an. Ja, das muss clever sein, auf jeden Fall. Sagt Virginia, was hat er denn gesagt? Ich sag, aus welchem Land wir sind. Dann kurze Zeit später sagt er, ja, from which city? Und ich sag, from Stuttgart. Virginia fragt wieder, was hat er denn gefragt? Da sage ich, aus welcher Stadt wir sind. Und er kontrolliert den Kopf und sagt, ja, when I was a young man, I was a soldier. In Stuttgart, I have the baddest. No, I have the worst sex in my life in Stuttgart. Ja, also er hat seine schlechtesten Sex in Stuttgart gehabt. Und die Virginia fragt, was hat er denn gesagt? Und ich sage, er kennt dich. Single, ja, aber ich hab 15 Freunde auf Facebook und gut 14 müssen noch bestätigen. Die können mir ganz schreiben. Nee, für mich war es in der Schule war so easy für mich. Ich habe so DIN A5 Zettel. Und kennt ihr das noch? Willst du mit mir gehen? Ich weiß, machen diese Jungen ja auch noch. Willst du mit mir gehen? Ein Kreuz mit Ja, das zweite mit Nein und das dritte vielleicht bei mir war noch ein viertes Kreuz für Geld. Und ich habe zwei Nachbarn, Emma und Horst Hägele, Horst mit SCH. Und ich will so eine Beziehung führen wie die. Weil die Emma, die will sich von Horst nie scheiden lassen, weil sie will nicht, dass er glücklich wird. Und die Emma hat eine Katze, eine irische Rothaarkatze, die heißt Cat Sheeran. Die war keine Männer. Und wir haben so einen Briefträger, der heißt Carsten. Wir in der Straße sagen alle nur Briefkarsten. Und jetzt geht die Cat Sheeran auf den Briefkasten los, ja? Und will den schnappen. Da kommt der Horst und haut dem Briefkasten eine runter. Und ich sage, Mensch, Horst, warum hast du den Briefkasten eine gescheuert? Dann sagt er, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ich habe noch einen letzten Gag, ich war bei Radio 7, habe ich so eine Flachwitz-Challenge gewonnen. Ja, ich habe das gewonnen, ja, ohne Scheiß. Und zwar, jetzt kommt der Gag mit dem, was ich komplett rasiert habe. Und zwar, ihr kennt ja Schwäbisch, oder? Weil ich war mal im Quatsch-Comedy-Club und habe gesagt, könnt ihr Schwäbisch?
Und sagen sie, nö, dann habe ich gesagt, schade, bin von der Bühne runter. War mein bester Auftritt. Jetzt kommt der schwäbische Gag. Liegt deine Frau im Sterbebett? Und sagt sie der Mann, du wirst dich umgucken, wenn ich sterbe. Sagt der Mann, stirb du endlich, umguckt, habe ich mich schon. Dankeschön, das war's für mich. Vielen Dank.